Hallo liebe Leute und herzlich zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Smiley's Cap for Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir uns ja das Grab des Königs angesehen, wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, das war auch keine Absicht. Haben wir das Grab des Königs besichtigt und haben da einen Hinweis bekommen, wie wir das letzte Element finden. Allerdings haben wir auch ein paar Fragmente vereint und dadurch ein paar Sachen hier auch in der Stadt getriggert. Unter anderem halt den Wasserfall. Da wollte ich ja eigentlich jetzt hin. Los, geh schon. Ja, ich war gerade in der Nintendo-Galerie und habe bereits schon mal ein paar weitere Figuren freigeschaltet. Was haben wir? Ah, jetzt war ein mysteriöses Muschel. Also kann ich gleich wieder hingehen. Theoretisch. Hier ist noch nichts mehr. Na gut, dann sind wir hier schon mal fertig. Allerdings haben wir auch... Ach Quatsch, das... Schon gut, okay. Allerdings haben wir ja auch das... gleich komme ich drauf. Wir haben den Geist erlöst, genau. Da wollte ich hinaus. Wir haben jetzt den Geist erlöst. So. Und haben damit auch jetzt den Weg freigeschaltet, damit wir weiter können, beziehungsweise in dieses Haus rein können. So. Da. Da unten ist übrigens die Anju, genau, die Name für Anju. Ach, das ist doch ein Stadtmüll, schau immer mal mit denen. Was sind Gespenster? Gespenster, die gehen? Naja, nicht ganz. Du, Wuffi, willst du vielleicht noch weit fallen? Scheinbar nicht. Vermündlich, wie dich sehe ich aus wie ein Riesenmammut, was? Keine Angst, ich rass dich nicht. Alles klar, danke, Wuffi. So, da wollen wir mal in das Haus von Anju. Hilfe? Au, 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 oh, scheiße, sie waren, oh, scheiße, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Deine Kinder sind ganz schön verzogen, weißt du das? Naja, das wird doch, ist weg, Gonka! Ich kann es Anju nicht zurückgeben! Aber ich bin froh, dass es weg ist! Was für ein Fragment denn? Ei, ei, Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ah! Kinderküken! Oh mein Gott, ey! Scheiß die Wand an, ey! Gefährlich. Echt, echt gefährlich. Aber ist doch mal gut gegangen. Wow. Aber so gerade eben nur. Holla. Holla, die Waldfee. Egal. Ein Fragment, Anju. Okay. Oh weh, die Hühner sind weg. Nein, diesmal nicht. Nein, Anju, diesmal nicht. Gut, okay, haben wir das auch erledigt? Mir fällt nicht mehr ein, was ich hier noch machen könnte. Fragmentmäßig habe ich ja auch alles hier gemacht. Ah ja, genau, der hat ja eine neue Idee. Also gehen wir mal erstmal hier hin. Du bist ja egal. Reden wir mit dir. Oh, ein Kunde. Warum ich eine Glücksspielsaison habe? Weil man mein Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ich kann es nicht empfehlen, aber probier es ruhig aus. Ich will kurz die Rubine. Ja, ich probiere es, aber was? Ja, okay. Obwohl der Einstieg. Obwohl Level 1 schon ruinös ist, gibt es jetzt auch schon ein Level 2. Auch noch ein. Auf welche Weise möchtest du spielen? Level 2, fies. Achso, dann kann ich dir auch helfen. Ich werde dann mal die nötige Vorbereitung treffen. Komm durch den hinteren Eingang nach. Ich bin echt. Öffne den Schatzkiste deiner Wahl. Wenn du gewinnst, hältst du das Dreifache des Einsatzes. Ui, hey, cool. Du hast 13 Rubine gewonnen. Ich würde es nicht tun, aber möchtest du gewinnen nochmals einsetzen? Och, ja, ich mach's. Oh, gut. Wenn du bereit bist, öffne wieder einen Schatzkasten deiner Wahl. Das war hier. Okay. Aber, lieber sei nicht gewonnen. Aber es ist mal ein Rückspiel. Man darf sich denken, beim nächsten Mal mache ich bestimmt 3 Bach. Der Mensch sollte vernünftig bleiben. Komm lieber nicht mehr hierher. Du bist voll unlogisch. Hallo? Profit? Profit? Es geht hier um den Profit. Also, der ist ein humaner scheinbar ja ganz okay und so, aber er sollte mal ein bisschen denken wie so ein Handelsmensch.
So, bevor wir jetzt uns das wieder auf den Weg machen zur eigentlichen Queste, verdammt früh, muss ich schon sagen, gehen wir doch erstmal wieder hier hin und hier ist das neueste Buch von Meister Magnus. Magnus Schwertfibel Band 5. Willst du sie lesen? Ja, dafür habe ich sie auch bestellt. Hat teuer Geld gekostet. Magnus Schwertfibel Band 5, Kampf der Elemente. Du bist vielleicht schon einem Monster begegnet, das Eisflüche verwendet. Ach, bin ich das? Der Gegner hat lästige Eigenart, immer wieder aus dem Nichts aufzutauchen, zu attackieren und dann wieder zu verschwinden. Nee, so bin ich noch nicht begegnet. Richte doch einmal die Lampe auf ihn. Feuer gegen Eis. Weiterlesen, ja bitte. Was tun, Meister Magnus? Moblins, Halbmensch, Halbschwein. Diese große Gegner, die sind meist nahe des Tyloria-Falls aufhalten. Kämpfe mit dem Schwert, edle Recke, deine Mühe wird reich belohnt werden. Ja, eine Anspielung darauf, dass man halt viel Geld von denen kriegen kann, der Rubine. Die 8 Wunder von Hyrule. 5 Talismane. Ah, die Sachen, die ich von Din, Faoro und Nairo kriege. Ohne deinen Zufall verwenden sich deine Fähigkeiten. Wie wunderbar. So heißt es jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Weiterlesen. Gehabt dich wohl, werter Leser. Gestern besuchte ich Alberich. Ich bin froh, dass er wohlauf ist. Doch dann war dieser ältere Herr mit grüner Hose auf einem Hügel. Auf den Hügel. Hä? Nun, bis zum nächsten Band. Band 6, wohlauf. Okay. Guten Tag, für dich ist wieder angekommen, ich weiß. Guten Tag, hier kann man Magnus Schwertfibel, ja. Bestellen bitte Band 6. Sehr schön, das läuft doch wunderbar. Allzu viel Geld habe ich auch nicht. Ich möchte gerne, dass das dritte Haus drin gebaut wird, damit ich auch das letzte im Weg kriege, um was noch im Talisman kriege. Warum geht da oben? Gehe ich doch einfach mal dahin. Fragmente fallen willst du schon mal nicht. Und du vielleicht auch nicht. Nein. Na gut. Was wollt ihr hier? Ah, Fragmente schon mal eins. Ach, das tut gut. Du willst Fragmente vereinen? Oh ja. Till. Ah ja, von dir hast du sogar eine Figur. Ja, in der Nintendo-Galerie bekommt. Ihr habt mich da ja ganz unauffällig gesehen. Und schon wieder. Heilige Scheiße. Und schon wieder was für ein Meinisch. Okay, sollten wir mal in die Geheime von Tabanta gehen. Die passt zusammen, jetzt passiert was Gutes. Du willst schon mal nicht. Wunderbar, und du willst... Kinder sind toll, oder? Hm. Ihr wollt alle die Fragmente vereinen, außer Till. Hm. Okay. Was auch immer. Du willst nicht und... Du ebenfalls nicht, das ist mir dann recht. Hm, vielleicht sollte ich mal langsam doch mal dahin gehen. Vielleicht finde ich ja dort eins der weiteren 8 Wunder. Die Talismane, die habe ich hier schon. Beziehungsweise 2 davon. Aber egal, lass uns erstmal weitermachen. Ich hätte einen anderen Ausgang nehmen sollen. Ja, die Akrobanditen sind mir... Akrobanditen, das hört sich eigentlich ziemlich komisch an, das Wort. Egal, jedenfalls, Octorok und Herzchen suchen. Whoop-dee-oo, das war fast knapp. Na gut, fast knapp war es nicht mal. Das war ziemlich knapp. Aber egal, gut. Das reicht erstmal. Außer du da. Du gehst jetzt drauf und verlierst Rubin. Naja, meinetwegen. Oh, Fragment. Fragmente sind immer gut, Fragmente sind immer schön. Davon sollte man niemals zu wenig haben. Habe ich zumindest so gelernt. Vor allen Dingen, was Leute gibt, die nur kurzzeitig Fragmente vereinen wollen. Hier gab es den magischen Boomerang. So, und Pekra. Und ich glaube, das Pekra. Wenn man so ein bisschen die Nintendo-Galerie so sammelt, da kriegt man auch die Namen von den ganzen Gegnern mit. Ups. Das war Pekra, die rote Version heißt Pekra. Und die, normalerweise Strauß und Cloud ist die rote Version Rubine. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht hier gerade, dass ich hier zu Zelda Wasserfall will. Dass ich dann einmal hier wieder ins Wasser steigen kann. Das habe ich schon gemacht, oder? Ich glaube, das habe ich schon anhand dessen, da ist ja schon da was fehlt, also das Herzteil, gehe ich davon aus, dass ich hier schon war. Aber ich will diese Fläche da aufhaben, denn sicher kriege ich dort den letzten Geron. Upala. Egal, jedenfalls, du blöde Killer, Anna, das ist jetzt gerade egal. Hier kann ich jetzt das königliche Fragmentsverein, das Tor zur Quelle,
Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Sehr schön. Dadurch öffnet sich jetzt das Tor. Und ich kann dadurch. Die steinerne Tür! Ach so! Die sogenannte Quelle ist hier! Dieser Wasserfall ist bestimmt die Wasserquelle von Hyrule! Gustav sagte, dass dahinter etwas liegt, das zum letzten Element führt! Lass es uns anschauen, Lorne! Auf jeden Etzelo! Ui! Ja, flatter, flatter Fledermäuschen und der Boden, der wieder nachgibt. Ja, das tut er. Schade. Bisschen Energie, der nicht. Falsch. Wir wissen du. Okay. Vielleicht funktioniert ja wieder die Sache mit den Boomerang. Versuch's mal. Jo, mit dem Boomerang kann ich man die Dinger da kaputt machen, was auch immer das ist. Diensttalisman, okay. Darf ich nicht vergessen. Da haben wir jetzt roten Schleim mit Maske. Die halten halt einen Treffer mehr aus. Und dubios. Rubine. Erstmalig. Diese blöde Killer-Ananas. Geht ihr auf den Zwirn? Dann mal. Ja. Muffeln. Da war ich ja drin. Das weiß ich ganz genau. Raumschleim. Weg. Okay. Das ist mit Sicherheit irgendwas zu graben. Also. Das sieht zu auffällig aus. Okay, für einen großen grünen Rubin, warum auch nicht? Hat irgendwas angerechnet, aber egal. Wie gesagt, da unten weiß sogar, waren wir schon drin. So, dann erstmal die Kletterwand hier hoch. Und da ist eine goldene Truhe, an die ich gerne rangehen würde. Aber erst einmal das mit Emblem. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen noch ein Dicht tragen. Oh, wieder ein Windmal. Ein weiterer Ort, in den du mit der Ocarina reist. Und, ach, schon wieder dubios. Autsch, blödes Viech da. Weiter oben schon? Ich glaube, na, wie denn? Das müssen wir mal erklären, wie ich damit, das müssen wir mal selbst erklären, wie ich mit jetzt so irgendwie dahin kommen möchte. Das sieht mir auch wieder so aus, richtig hier graben, ist klar. Graben, ja, graben kann ich schon, ob es was bringt. Ja, das bracht mir schon etwas. Ich mag die Handschuhe, ich mag sie wirklich sehr. Das glaubt ihr mir bestimmt auch sehr. Warum fange ich nun zu singen an? Ich sollte es lassen, oh Mann. Okay, genug gesungen. Da haben wir wieder mal diese lustigen Leute mit der Maske, die einfach mal so ab davon zischen wie ein Duracell-Häschen. So. Erledigt. So, da ist auch mal wieder eine ganz unauffällige Felswand, die überhaupt nicht so aussieht, als könnte man die in die Luft jagen. Ich meine, wie konnte ich darauf, dass man eine Wand in die Luft jagen könnte? Ich bitte euch. Okay, was haben wir hier? Oh, wieder eine blaue Truhe. Das wird wahrscheinlich wieder ein Fragment drin sein. Ah, ein paar mysteriöse Muscheln. Was soll's? Ich hoffe ja, dass ich euch am Ende des Spiels ja die komplette Nintendo-Galerie zeigen kann. Ob's was wird, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich versuche es jedenfalls. So, okay. Ich glaube, ich gehe erstmal unten entlang. Wenn ich dann da wieder an derselben Position rauskomme, was sogar. Aber mal. Ich gehe erstmal runter. Och, das ist sowas von klar, was denn in der Mitte ist. Ein Raubschleim. Oh, doch nicht. Dann aber dort. Okay. Wieso ist hier das Wasser? Aha, man ist da unten wieder was versteckt. Das war sowas von klar. So. Okay, was haben wir hier? Boah, ich krieg schon wieder Rubine ohne Ende. Das ist cool. So, dann gehe ich doch jetzt mal hier hin und tauche mal dort hinten auch ab. Was aber nichts bringt. Wahrscheinlich kann ich da, wenn ich genug Fragmente vereint habe, da auch wieder hin. Höchstwahrscheinlichst. Und ja, warten wir doch mal ab. Gehen wir erstmal wieder den eigentlichen Weg wieder zurück.
Was uns aber in der oberen Etage erwarten wird, liebe Leute, erfahren wir im nächsten Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Wir sehen uns mal, wenn es wollt. Macht es gut!